Jetzt beweisen wir noch das Assoziativgesetz der Multiplikation. Nämlich für alle xy aus den natürlichen Zahlen gilt x mal y mal z ist gleich x mal y mal z. Ne? Also entsprechend jeweils geklammert. So. Ja, Induktion, wir wissen mittlerweile oder haben mittlerweile ja, festgestellt, es bietet sich an, über die Variable ganz rechts Induktion zu machen. Ne? In diesem Fall, zumindest in den letzten Fällen, hat es immer funktioniert. Vielleicht klappt es nicht immer, aber vielleicht sollten wir damit einfach mal anfangen. Also machen wir Induktion über Z. So, und fangen wir mal an mit dem Induktionsanfang, logischerweise. Ne? Induktionsanfang zu zeigen. Zeigen ist x mal y mal 0 ist das gleiche wie x mal y mal 0, entsprechend geklammert. Gut, wir fangen links an. X mal y mal 0 ist gleich und formen so lange um, bis wir rechts rauskommen, x mal y mal 0. So. Gut, x mal y mal 0, das ist uns ja klar, was das ist. Ne? Das ist 0. Nach Mult 1 angewendet, ne? Das ist 0. Ja, rechts können wir genauso, also jetzt hier weiterzumachen ist schwierig, ne? Von 0, was soll man da jetzt machen? Schauen wir mal von rechts. X mal y mal 0, das ist x mal 0 nach Mult 1 ebenso, weil y mal 0 gleich 0 ist, ne? Y mal 0 ist gleich 0 und x mal 0 ist auch 0. Steht schon da, 0, ebenfalls nach Mult 1. Jetzt haben wir halt dreimal Mult 1 angewendet, ne, weil immer irgendwie was dasteht, mal 0. Okay, wunderbar, stimmt. Ne, also gehen wir auf links vor, x mal y mal 0. X mal y mal 0 ist dasselbe wie 0. Das ist gleich wie x mal 0. Das ist gleich wie x mal y mal 0. So liest sich das ja schlüssig. So, Induktionsschritt als nächstes. Induktionsschritt. Zunächst brauchen wir eine Induktionsannahme. Wir nehmen an, es gelte für irgendein beliebiges k. X mal y mal k ist gleich x mal in Klammern y mal k. So. Und zu zeigen ist dann, dass es auch für den Nachfolger von k gilt. So, okay. Wir starten links x mal y mal k' und wollen rechts rauskommen x mal in Klammern y mal k'. So, und jetzt gehen wir, gucken wir, was wir machen können. Ne? Ja, die linke Seite passt ja ganz exakt auf Mult 2. Und deswegen können wir das umformen mit x mal y mal k. Plus x mal y, ne, mit Mult 2. Schreibe jetzt nochmal m2 hin, Mult 2. So. Jetzt sind wir in der glücklichen Lage, da wir die Rekursion letztlich angewendet haben, ne, rekursive Definition, dass wir hier den linken Teil der Induktionsannahme hier stehen haben. Und den können wir ersetzen durch den rechten Teil hier, ne? Dieser Gleichheit. So. Machen wir nochmal. Das ist also dasselbe wie x mal y mal k plus x mal y. Und das Ganze mit der Induktionsannahme. Ja, wo müssen wir hin? Wir müssen da unten hin, ne? Das wird jetzt schwierig, also da sehe ich noch keinen Zusammenhang. Gehen wir vielleicht mal rückwärts vor, da können wir nämlich auch was sagen, ne? X, y mal k', also hier y mal k', das, da können wir doch auch mal Mult 2 anwenden, das könnte ja vielleicht hilfreich sein, ne? Schreibe ich mal jetzt hier hin. Das ist gleich
x mal, x mal y mal k plus y. Da haben wir dann sozusagen auch Mult 2 angewendet. So. Das ist doch schon relativ ähnlich zu dem da oben. Und jetzt sieht man vielleicht, ach Mensch, guck mal da, das ist doch einfach das Distributivgesetz, ne, das wir vorhin eben gerade bewiesen haben. Schaut mal hier, hier steht x mal, also x mal y mal k plus x mal y. Das hier ist ja gerade y mal k plus y und das x hier vor die Klammer gezogen. Fertig.